Ja, gehen wir's an. Jetzt sind wir beim Bikepark Innsbruck. Fahren jetzt rauf. Eine kleine Überraschung, es ist voll neblig. Und es hat genügend in der Nacht. Also schauen wir mal, wie die Verhältnisse sind. Wird ein bisschen tricky werden am Anfang. Ja, aber davon lassen wir uns nicht abschrecken. Ja Leute, der obligatorische erste Filmer am Berg herum. Ordentlich aufwärmen. Da geht's ganz normal aus. Ja, liebe Leute, in diesem Video zeigen wir euch den Bikepark Innsbruck. Wir waren das erste Mal in Innsbruck und zeigen euch unsere beiden Lieblingsstrecken in diesem Video. Zuerst die First One, ein natürlicher Enduro-Trail. Und danach noch die Downhill-Strecke namens The Straight One. Das ist der Kurs, wo auch der Crankworx Downhill Race stattfindet. Yo, yo, yo! Mein GoPro-Akku war leer. Das ist die schönste Line da. Die First One, kann ich nur sagen. Schönste Line da. Das ist ein kurzes Training für den Wolf mit Paganella. Oh, ich bin hier rein. Das ist nur fort. Bis zu dritt. Wie sieht es mir aus? Jo, wie taugt es bis jetzt? Voll geil, super Bikepark. Bikepark Innsbruck muss man sagen, bis dato. Taugt uns vor, jetzt wird es trocken, jetzt kann man auch die Lines besser fahren. Ja, schauen wir, verlassen wir mal den Flohbrett, probieren wir es dann. Jo! So Leute, schaut ja. Wäre nicht gegangen, wer weggetippt ist, aber in another life.
So, weiter geht's auf der Straight One. Probier mal den Drop da vorne. Schauen wir mal. Okay, easy peasy. Gar nichts dabei. Da ist eh schon prinzipiell noch viel besser, dann kriegt man nicht zu speisen bleibt. Passage, ich schätze immer wichtiger. Boah, Alter. Ich bin voll in die Erde. Ich bin voll. Ich bin yes, so geil. Mehr da drin. Ah, schön. Jetzt, eins, zwei, drei. Schau nachher, der zahlt auch. Bruder, ciao, Bikepark Innsbruck. Es war uns ein Vergnügen. Da unten wird schon aufgebaut für das Enduro-Tirol-Rennen, das jetzt dann morgen, übermorgen da stattfindet. Ah, schaut sich mal das Panorama an, ich meine, wie geil ist das. Ja, liebe Leute, das war's vom Bikepark Innsbruck.